Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zum 54. Part Let's Play Mario Kart 8 Online. Und wir haben diesmal viele News, aber nur eine kurze Folge. Das heißt, ich werde mal schön schnell machen. Übrigens haben wir hier ein neues Gefährt am Start. Die Knochenmühle habe ich noch nie ausprobiert. Deshalb dachte ich mir, es wird mal Zeit für sie. Zu Pokémon Sun and Moon gibt es ein paar neue Informationen. Das heißt, ein paar, ziemlich viele. Ich muss mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Und zwar gibt es 7 neue Pokémon. Da werde ich euch mal ein paar Bilder reinmachen. Insgesamt ziemlich viele gute. Ein Pokémon, und zwar ist das Knirrfisch, was mir so gar nicht gefällt. Das ist ein Fisch angelehnt an Humanua Pua 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 Paka oder so. Das ist der Fisch des Staates Hawaii. Dementsprechend ist das logischerweise die Hawaii-Region. Aber ich denke, das war schon klar, wenn man den Namen Alola liest. Außerdem sind ein paar Informationen zu den Charakteren aufgetaucht, die in diesem Spiel vorkommen. Das könnt ihr euch alles auf der Seite von Pokémon Sun and Moon durchlesen. Also die ist da wirklich informativ, auch die Typen und Weiterentwicklungen, die bis jetzt schon bekannt sind, gibt es dort zu finden. Dann wird der Koala, der gezeigt wurde, also ich weiß gar nicht, Nekoala heißt der, glaube ich. Und dieser Koala wird in Pokémon Moon zu finden sein. Und hingegen dieser Hund wird dann in Pokémon Sun zu finden sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir gerade so laggt oder ob das ein Fehler von meinem Aufnahmeprogramm ist. Naja, mache ich mal weiter mit meinem Newsflash, was ich so noch für euch habe. Und zwar wurde auf der E3 ja Pokémon Go gezeigt, sogar relativ lange, ich glaube eine Stunde oder so. Doch die Fans, naja, die haben nicht mehr so krasse Erwartungen an dieses Spiel, denn es erscheint schon dieses Jahr im Sommer und für ein gutes Spiel, so meinen jedenfalls viele Fans und so auch ich, hätte man vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit benötigt. Vor allem, da das Ganze sowieso in der Umsetzung extrem schwierig zu planen ist. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, wie man das umsetzen möchte. Eine Sache finde ich dann aber doch ziemlich lustig an Pokémon. Und zwar war es bis jetzt immer so, dass die Pokémon-Spiele kurz vor oder kurz nach meinem Geburtstag erschienen sind. Doch dieses Jahr, natürlich nur wieder in Europa, weil wir 5 Tage Verzögerung haben, am 23. November, also an meinem Geburtstag, und da freue ich mich schon echt drauf. Welche Edition holt ihr euch eigentlich? Sun oder Moon? Würde mich mal echt interessieren, was ihr da so bevorzugt. Also ich persönlich tendiere immer zu Feuer, deshalb würde ich wahrscheinlich zuerst Sun nehmen. Allerdings kann man schon davon ausgehen, dass ich mir dann irgendwann auch Pokémon Moon holen werde, denn ich habe bis Oras habe ich eigentlich alle Editionen mir immer geholt und teilweise sogar doppelt. Deshalb denke ich auch, dass ich mir die hier holen werde. Zu Zelda gibt es dann noch eine kleine Information. Zelda heißt jetzt ja Breath of the Wild und erscheint für NX und Wii U. Ja, also ich bin nicht gehypt auf das Spiel, weil ich einfach kein Zelda-Fan bin. Deshalb kann ich da auch nicht viel mit Begeisterung zu sagen. Ich sage einfach nur, dass es wahrscheinlich das beste Zelda wird. Jedenfalls, was ich so gesehen habe. Also, ich weiß jetzt nicht, was die uralten Zelda-Fans dazu sagen, aber ich finde, es sieht extrem nach Spannung und nach coolen Dingen aus. Und da es ja Open World ist, und das sind ja nicht viele Zeldas, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde es mir vielleicht in einem Let's Play anschauen. Vielleicht könnt ihr mir da ja auch irgendeinen YouTuber empfehlen. Aber selber kaufen oder selber Let's Playen denke ich eher nicht. Und Zelda Breath of the Wild ist laut Nintendo, und da muss man jetzt wieder mal zweifeln, da Nintendo nie so zuverlässig in solchen Dingen ist, der letzte Vollpreistitel der Wii U. Ja, das kann man bezweifeln, weil wie gesagt, Nintendo hat schon in letzter Zeit sowas gemacht. Und zum Beispiel bei Splatoon, wozu ich auch gleich noch komme, meinten sie, ja, Splatoon werden wir keinen Support mehr anbieten ab Januar. Und was haben sie gemacht? Die hauen zweimal Artis Auswahl raus. Also da ist Nintendo nie wirklich zuverlässig. Wobei ich glaube, dass bei dieser Information tatsächlich der Wahrheitsgehalt extrem hoch ist. Finde ich ein guter Abschluss. Und naja, ich kann nur hoffen, dass dann für NX vielleicht mal bessere Spiele kommen werden. Jetzt mit Mario und Sonic, Rio 2016 kam ja wieder ein Spiel, was so, oh, naja, war. Und das sind halt alles so Spiele, man hat keine wirklichen extremen Kracher. Und deshalb gibt es auch nicht diese Leute, die sich eigentlich nicht mit Nintendo befassen und trotzdem sich eine Wii U holen. Also ich kenne kaum jemanden, außer der jetzt wirklich Splatoon wollte. Und ja, da habe ich aber was in meinem Splatoon-Part zugesagt. Also wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Da habe ich nämlich drüber geredet, wie stelle ich mir denn ein Splatoon 2 für NX vor. Ja, Splatoon 2, aber jetzt erstmal zu Splatoon. Nachdem angekündigt wurde, dass es vorerst keine DLCs mehr geben wird, wobei man natürlich auch das wieder anzweifeln kann,
wurde auch gesagt, dass es neue Amiibo geben wird, aber das ist auch schon etwas länger bekannt. Und zwar einmal einen orangenen Tintenfisch-Amiibo und Kelly und Mary, also wie heißen sie denn? Limone und Aioli. Und dazu noch einmal den Inkling Boy und das Inkling Girl in anderen Farben. Soweit ich das weiß, ja. Ansonsten, ich mache euch auch da Bilder rein und in die Beschreibung ein paar Links, dass ihr da auch nochmal euch versichern könnt. Also ziemlich interessant. Und noch eine vielleicht etwas traurige Information zu Splatoon gibt es dann gleich nach diesem Rennen. Denn leider wurde angekündigt, dass es bald das letzte Splatfest für Splatoon gibt. Und ja, das finde ich etwas schade, doch das Abschlussthema ist sehr, sehr cool, denn es ist nochmal der ewige Kampf, den es schon am Anfang von Splatoon gab, beziehungsweise der von den Fans hochgepusht wurde. Kelly gegen Mary oder wie es so schön heißt, Aioli gegen Limone. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das Splatfest ist sogar 2 Tage lang, beziehungsweise ist es länger. Und also ich werde es auch spielen und hoffentlich auch aufnehmen, denn ich möchte jetzt nochmal so ordentlich absahnen beim letzten Splatfest. Ziemlich schade finde ich, dass es das letzte ist. Hätte man meiner Meinung nach nicht machen müssen, weil man hatte viele trashige Splatfests. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ja, ich kann ja mal aufzählen. Singen gegen Tanzen war noch ganz okay. Nordpol gegen Südpol war vollkommen Schrott. Dann die letzten habe ich alle überhaupt nicht miterlebt. Also da hatten wir unter anderem Jetpack gegen Hoverboard. Und dann hatten wir noch Weltreise gegen Reise in den Weltraum oder sowas. Auf jeden Fall ziemlich interessante Themen, aber schade, dass man das jetzt stoppt. Hätte ich meiner Meinung nach nicht für nötig befunden. Und ich verstehe das auch gar nicht, weil Splatoon läuft einfach richtig rund. Und man kann ja sogar kostenpflichtige DLCs machen. Vielleicht dann ja bei Splatoon 2 auf der NX. Und da kommt eine richtig interessante Info gerade rein, die ich schon vor kurzer Zeit gehört hatte. Und zwar stellt Nintendo neue Programmierer ein. Doch das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, denn, naja, neue Programmierer braucht das Land. Aber nein, neue Programmierer für Smartphone-Spiele. Und das ist sehr interessant, das heißt, Nintendo möchte sich wirklich auf dem Smartphone-Markt etablieren nach der Kooperation mit VINA, also V-I-N-A. Und ja, jetzt ist ja auch Final Fantasy, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Final Fantasy Exposures irgendwas rausgekommen. Ich kann mal gerade nachsuchen. Final Fantasy. Genau, Final Fantasy Brave Exvius. Also für alle Final Fantasy Fans gibt es kostenlos im App Store und im Google Play Store. Ist letztens released und hat auch 4,5 Sterne Bewertung bei 1326 Rezensionen. Also das ist für so ein Spiel echt ordentlich. Dann gibt es ja bald noch ein Animal Crossing Spiel und ein Fire Emblem Handyspiel. Also wir werden definitiv nicht sterben an Mangel von zu wenig Handyspielen. Also das kann ich euch definitiv versichern. Freut mich auch, dass Nintendo diesen Schritt auf diesen neuen Markt geht. Doch die ganz, ganz große Frage, die bleibt dann natürlich irgendwie jedes Jahr. Denn was ist jetzt mit Nintendo? Was möchte Nintendo machen, um sich auf dem Markt langfristig zu etablieren? Tja, das kann ich euch nicht sagen, denn zu NX ist immer noch nichts bekannt. Wieso auch immer Nintendo mit dieser Information nicht rausholt. Naja, vielleicht ist NX so super toll, dass man anscheinend noch warten möchte. Also, ich bin sehr gespannt. Ich habe da ein Leak gehört, von dem es heißt NX, also das ist ja der Codename, soll angeblich in Home umgetauft werden und das Motto ist irgendwie If you are not home, you have home oder irgendwie sowas. Also es scheint wohl eine Heimkonsole zu sein, aber gleichzeitig auch irgendwie eine portable Konsole. Doch was da jetzt genau bekannt gegeben wurde und wird, das könnt ihr dann noch auf meinem Twitter-Account verfolgen, denn da bin ich öfters online, als dass ich ein YouTube-Video hochlade, aber auch natürlich dazu wird es immer weiter News geben. Doch naja, was ist denn jetzt eigentlich nach den tollen Pressekonferenzen? Okay, die von Sony war jetzt so mittelmäßig, aber die von Microsoft war schon bombig, wie eigentlich jedes Jahr. Was macht Nintendo? Also Nintendo hat eher weniger gute Spiele angekündigt. Ein neues Mario Party, ah super, das neue Paper Mario wird Sticker Star 2. Gefällt mir jetzt auch nicht so. Also, was möchte Nintendo? Und ich kann mir höchstens vorstellen, dass man mit Home, beziehungsweise mit NX und natürlich dem neuen Club Nintendo System langsam den Schritt in Richtung Smartphone-Devices einläuten möchte, beziehungsweise in, wie heißt es so schön, Cloud und Connection, weil
Es ist einfach das große Thema, dass man von überall, ich meine, keine Ahnung, ich mache eine Weltreise und selbst wenn ich in Australien bin, dass ich dann immer noch für meine Nintendo-Konsole Spiele erwerben kann und diese sogar auf meinem Smartphone anspielen kann. Und das ist das große Thema dieses Jahrhunderts oder das große Thema aktuell der Videospielindustrie. Und da können wir uns echt drauf freuen, denn das wird eine tolle Zeit. Andere Videospielhersteller sind da ja schon etwas weiter fortgeschritten. So haben wir zum Beispiel EA Sports, die immer für ihre FIFA-Spiele zum Beispiel eine Companion-App bieten. Wieso nicht auch sowas für Nintendo? Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Abschließend noch gerade was zu meinem Kanal. Videos kommen alle 3 Tage. Ihr seht ja, heute müsste Dienstag sein, wenn ich mich nicht verplant habe. Ansonsten hoffe ich, dieser Part hat euch gefallen. Es war wieder relativ viel Arbeit und ich bin noch nicht fertig, weil ich noch die ganzen Bilder einfügen muss. Aber das lasst dann mal meine Sorge sein. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben, vielleicht auch noch teilen. Ansonsten einen Kommentar schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Und immer schön Pi bleiben. Tschüss.